Ja, ihr Lieben, wir sind wieder zurück und starten auch gleich durch mit Jacky gegen Bly und haben dabei ja das Winner Bracket Final. Bly hat sich schon gefreut, 400 Euro hat er ja schon sicher, selbiges gilt für Jacky, aber Bly will für die Statistik einfach nochmal einen Sieg einfahren, um sich gerade gegen Jacky, das bringt ja ordentlich Punkte immer in der Statistik, so ein paar Plätze nach oben zu arbeiten. Bly selber, muss man sagen, ist ja jemand, der gerne mal unterschätzt wird und das ist auch heute schon passiert. 400 Euro kann man was mit anfangen, denke ich mal. Ja, gerade wenn man dann eher so in der Ukraine oder überhaupt so, ich sag mal, im Osten Europa ist das ein bisschen mehr wert, das Geld. Ist halt einfach faktisch so. Deswegen ist ja auch der Grund, warum es dort auch viele Pro-Gamer gibt, weil sie da sich einfach besser drauf konzentrieren können oder eher von leben können. Er hat sich gefreut, dass er 400 Euro schon sicher hat, aber er will halt den Sieg jetzt haben. Gerade ist StarCraft 2 gecrashed, jetzt ist er aber gleich wieder da. Erste Map wird Foxtrot sein und wir werden also direkt durchstarten. Unit Preloader will er gerade noch haben. Natürlich auch noch in Ordnung. Die Diva unter den StarCraft-Spielern. Bitte? Die Diva unter den StarCraft-Spielern ist Bly. Ja, aber Unit Preloader ist halt in Ordnung, denke ich mal. Ja, ja, das schon, aber... Also, gut, dass es das sowas gibt inzwischen. Ich weiß auch nicht, wie viel das eigentlich bringt, im Endeffekt. Also, wenn du einen langsamen PC hast, bringst du, soweit ich weiß, eine ganze Menge. Ja, okay. Also, ansonsten brauchst du halt ewig so zum Laden und, ne, ist dann schon mal, ne? Ja, ja, auch wenn es dann laggt immer am Anfang vom Spiel, ist auch unangenehm. Ja, genau, diesen Lag am Anfang vom Spiel und so, und dann ist Unit Preloader schon besser. Wenn du einmal quasi komplett durchgeladen hast und das eben nicht hast. Ja. Kaldor fragt auch gerade. Ah, Co-Caster, okay. Wie viele eigentlich nicht gerankt sind in der Lobby? Inklusive Jacky. Ja. Aber er wird sicherlich vorbei, doch in der Master gerade. Oder? Ja. Warum hat er denn dann keinen Rahmen? Ja, ist manchmal einfach verbuggt. Müsste er eigentlich sonst einen haben. Einen Rahmen. Aber. Naja, dann ist das halt so. Foxtrot Labs. Sobald Bly aus dem Unit Preloader wieder da ist, geht's quasi los auch. Freue mich schon richtig gleich aufs Meltdown, muss ich dir sagen. So ein kühles Weizen. Kann man ja am besten schon mal zurückstellen. Wieder einfach gezapft, so. Schaut auch, dass die Fässer dann voll sind. Das wird was, ja. Ich bin auch gespannt, wie es da überhaupt aussieht. Ich war du warst ja noch nie da, ne? Nomi ist, ne? Nomi, falls du uns gerade hörst. Schöne Grüße, Nomi. Wo ist dein Nomi-Schild eigentlich? Ja, so. Habe ich vergessen. Der Teams, wie praktisch ist das eigentlich, wenn man so einen Teampsychologen hat? Nützt das manchmal? Motiviert er durchaus? Nomis Rolle im Team? Ohne Nomi wäre ich verloren. Nee, also ja, er ist schon hilfreich bei solchen Sachen. Vor allem, weil ich auch oft sehr nervös werde und auch schlecht drauf bin manchmal nach Niederlagen. Was rät er dir dann? Sagt er dann, komm, setz dich mal bei mir auf die Couch. Nee, sagt er so, ja, okay, jetzt nur mit der Ruhe, reg dich mal nicht so auf. Und natürlich auf eine andere Art und Weise. Aber im Endeffekt... Redet er auf dich ein? Hat er dir auch so Kassetten gemacht, die du dann hörst? Nee. So Motivationskassetten, das wäre es eigentlich. Das wäre eigentlich mal so eine Marktnische, die Nomi noch, um die Pro-Gamer zu steigern. So, ich meine, der hat ja ein Diplom als Psychologe, ist ja Diplom-Psychologe. Wenn er da einfach so eine Kassette aufnimmt, besten vielleicht auch auf Englisch, so für die Pro-Gamer, was du halt statt Musik dann die ganze Zeit hörst, so für Motivation. Ja, so nach vorm Spiel so. Du bist gut. Egal was passiert, du haust ihn jetzt weg. Ne? Ja, gut. So ganz subtil, ne? So ein. Ja, sowas gibt es schon auf YouTube, habe ich mir auch manchmal angeschaut. So. Echt? Um ja, richtig motiviert zu sein vorm Spiel. So ganz große Reden. Happy im Übrigen 1-0 Patience. Jetzt schon? Ja. Wow. Ja, wär vielleicht nicht schlecht, ne? Das ist so. Ja, du schaffst das. So, ah, du bist der Beste. Ah! Ja, schon wieder einen Worker gebaut. Ah! Das ist auf jeden Fall. So, ne, richtig. Ja, aber ich glaube, im Spiel würde es, glaube ich, ein bisschen nerven. Eher.
Ja, vor dem Spiel. Ja, und dann auf Englisch, dann wird das der Verkaufssitz so für alle Pro-Gamer-Pflicht-Programm quasi. Und Nomi macht dann richtig mit dann Downloads und so, hat dann jeder auf dem Handy, auf Spotify oder sonst was so. Beim Joggen auch. Mit Nomis ruhiger Stimme, kann ich mir... Ja. Das ist sicher witzig. Ja. Oder ich mache das mit Nomi zusammen, ne? Er ist so mehr den ruhigen Psychologen und ich mache dann, ne, mehr so den Jürgen Klopp, so... Motivator, so. Du bist gut, du bist super. Go, 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 go. Er so, und dann, wenn es dann richtig losgeht, so. So, und jetzt die letzten Meter, das schaffst du, lauf einfach jetzt, was die Beine tragen, es ist nicht mehr weit. Du kannst das schaffen. Fühlt sich das großartig an, und dann so Nomi wieder ganz ruhig, so. Besser als sämtliches Wellenrauschen oder Meere, Walgesänge oder sowas. Ja, ist ja auch nicht zum Beruhigen da, sondern zum Motivieren. So richtig so. Wahlgeräusch? Hä? Solche, ja. Echt? Ist doch zum Beruhigen da, oder nicht? Ist zum Beruhigen da, ja. Nicht zum Motivieren. Aber dann wieder, Sache. Nomi. Ist vielleicht dann auch, wenn man verloren hat, manchmal ganz gut. Oder, wobei, eigentlich eher, wenn man gewonnen hat, dass man dann wieder runterkommt. Wenn man verloren hat, eigentlich eher aufpäppeln. Und wenn man gewonnen hat, dann muss man ja wieder runterfahren mit dem Adrenalin, weil man... Ja. Ist eigentlich genau andersrum. Stimmt. Du bist vorm Spiel und Nomi ist nach dem Spiel. Sehr gut, ja. Machen wir so. StarCraft Story, very slow after crash. Wollen wir hoffen, dass es jetzt klappt. Dass jetzt... No matches, you muss noch angemacht werden. Ja, Game Privacy. Dann dürften wir auch durchstarten. Natürlich ganz, ganz wichtig, gerade bei Regames und so weiter. Mhm. Dass das No Match History eingestellt ist. Wobei man auf die Match History sehen kann, wenn No Match History an ist. Direkt, wenn man aus dem Spiel rauskommt. Ah, okay. Das ist ja kacke. Ja, da muss man dann auf den anderen vertrauen, dass er es einfach nicht macht. Ja gut, das muss man ja so ein Stück weit sowieso machen, auch dass er sich nicht das Replay anschaut. Ja, oder ja, das wäre ja noch... Wobei das würde das man ja sehen. Das ist schon auffällig, ja. Sieht man im Battle.net dann. Ja, wobei, wenn du zwei PCs hast, über LAN verknüpft, mit einem Ordner, der freigegeben ist, dann... Da brauchen wir aber schon gut kriminelle Energie. Nee, ich vertraue da auf die StarCraft. Dann würdest du nämlich sogar alles sehen quasi, weil er könnte ja mit deinem Smurf das Replay gucken und würde alles sehen, bevor es halt recovered wird. Das wäre schon krass. Ja. Tatsächlich. Aber ja, die Zeit hast du ja eigentlich normalerweise gar nicht. Also ja gut, keine Kriminelle, wenn irgendeiner rausdroppt oder so, dann kann schon... So, rechts unten in der Ecke haben wir Jack G von Team My Insanity und links oben haben wir Bly von Team Acer. Ich glaube, wenn man betrügen will, kann man das immer irgendwie, nur wie das halt immer so ist, Lügen haben kurze Beine und irgendwann fliegt man halt auf. Irgendwann fliegt jeder auf. Ja, ich habe ja schon von Fällen gehört auf einer LAN, dass dann Freunde angekommen sind, wenn Sixpool oder sowas gespielt wurde. Und dann sieht man, okay, dieser und der ist jetzt auf einmal online, alles klar. Ja. Aber so geht es nicht so einfach wegen dem Stream-Delay. Richtig. Ja, jetzt müsste eine online kommen wegen Proxy-Rex. SCV ist schon unterwegs. Bei Blei, ja. Ja, leider nicht die Position, wo man es liften kann, was wir gestern rausgefunden haben. Achso, ja, stimmt, genau. Ja, ist eine andere Position, will ja auch diesem Overlord nicht begegnen. Also 11-11-Rex ist ja sowieso sehr beliebt, aber dann müsste natürlich jetzt kommen, die Barracks. Erste und sollte jetzt auch kommen. Ja, da ist er. Nummer 1, stimmt. Also die andere Position würde mir besser gefallen. Ja, es ist sehr konventionell. Also es ist safe einfach, die Barracks. Ja, also ja. Aber okay. Kann man machen. Doppel-Barracks bei 11-11. Blei nicht mit der Hedge first. Jetzt, ich hab's nicht genau gesehen, aber ich glaube 15er Pool war's, oder? Oder warst du sogar 16er? Nee, ne? Ne, 15, 16, ja. Pool. 16er Pool gibt's einfach gar nicht als BO. Blei, ne? Dem fällt sowas ein. Ja, das ist ja an sich schon mal gut für Blei. Und der zweite Overlord scoutet die Barracks. Also wenn jetzt das Turex gewinnt, dann ja, wissen wir, was los ist. Turex im Bar. Ist doch sowieso im Bar, oder? Ja, das jetzt sieht das. So, und jetzt ist gleich aber der Pool fertig. Jetzt kann man über... Also die Hedge jetzt canceln ist natürlich nicht... es wäre zu früh. Ja. Er sollte aber
About the Queen, ein Spinecrawler. Ich glaube, der Bunker ist ein bisschen sehr weit hinten. Ein Spinecrawler muss er eigentlich jetzt oben starten. Ja. Oder er pullt keine Drones zum Empfang. Und er sieht ja den Bunker hier drüben. Das stimmt, der ist echt sehr, sehr weit hinten. Die ersten Linge sind unterwegs, dafür hat er jetzt gerade ja, der Bunker wurde gecancelt. Und er ist gleich supply-blocked. Das ist nicht das beste Turex, was ich... Jugji, ne? Ja. Ja. Steht auch kein Depot im Auftrag gerade. Und dazu braucht man eigentlich den Backup-Bunker, dass er jetzt nach hinten gehen kann, wenn er Drones gepullt werden. Er könnte aber Call-Down-Supply machen sonst. Also wäre wahrscheinlich sogar das Beste gerade. Er hat ja nicht die SCVs mit nach vorne gezogen. So, und ja, natürlich ärgerlich jetzt, dass der Bunker da so spät kommt und ein Zergling ist schon dran. Er hat keinen SCV mehr hier vorne. Das heißt, der Bunker wird nicht fertig. Mit dem Bunker, der halt da hinten stehen würde, hätte er gar nicht so... Also, das wäre besser gelaufen auf jeden Fall. Ja, klar. Und jetzt ist Structure schon hinten. Ja, jetzt ist Structure hinten. Blei sogar zur Sicherheit noch mit dem Spinecrawler, was ich prinzipiell jetzt nicht verkehrt finde. Mhm. 12 zu 13 im Worker-Count sind da die Barracks. Ist halt noch nicht raus, je nachdem... was da jetzt von Blei auch noch kommt. Solange der Bunker noch so halb angebaut ist, ja, haben wir noch ein SCV, ist das potenziell noch gefährlich. Also noch kann Jugji das auch noch holen. Oh, er cancelt den Spinecrawler. Oh, also es wird gleich ziemlich gefährlich für Blei. Ja, wenn jetzt der Bunker nämlich weitergeht. Die Queen ist schon gut angeschossen. Das hat Blei, glaube ich, nicht ganz auf dem Schirm gehabt, aber einen weiteren SCV wäre gut gewesen. Weil, wenn der jetzt fällt, kann der nicht mehr reparieren. Ja, und der müsste da rein! Das ist natürlich nicht so ganz optimal hier, vom Micro auch her. Also das hätte er auch noch besser lösen können. Boah, der aber Salvage trotzdem viel noch. Schaden gemacht. Der Salvage kommt sogar noch durch und dadurch würde ich jetzt fast sagen, dass Judge hier vorne ist. 15 zu 13 im Worker-Count auf jeden Fall. Ja, das ist eigentlich noch in Ordnung. Plus CC gestartet jetzt. Ja, Judge, muss halt jetzt weiter Units bauen. Denn er kann mit den Marines eigentlich links um den Spinecrawler rumlaufen. Und Slowlinge traden ziemlich schlecht gegen Marines. Ja, und oh, beinahe noch sogar noch die Queen bekommen. Hat nur eine im Übrigen auch gerade. Also hier oben ist keine. Keine weitere Queen im Bau. Das heißt, er verliert eine Menge Injects. Ja, sollte jetzt den Overlord killen mit der Barracks, wenn er sich noch daran erinnern kann, dass er hingeflogen ist. Aber gut, macht er nicht. Ja, er muss jetzt hinten die Verteidigung halt hinbekommen. Weil Blei macht das halt gerne mal mit einem Run-By. Also er wird nicht sterben, dafür halt die Depots. Da sollte nichts passieren. Aber er will ja auch die Natu halten und Blei hat ja gesehen, dass oder sieht ja immer noch, dass da die Natu kommt. Aber hier sind die Marines halt genau richtig, um die Linge abzugreifen. Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass wenn es war gerade ziemlich risky, die Linge so außen rum zu schicken, wenn Jugji weiter Marines gebaut hätte und jetzt reingelaufen wäre mit vielleicht 2 bis 4 mehr, wäre dann nur ein Spinecrawler und eine Queen und die also Queen ist schon halb tot. Ja, sehr interessante Transition jetzt tatsächlich aus dem Turex heraus. Quasi. Ja, also auch von beiden nicht ganz perfekt gespielt. Jetzt im Übrigen gerade erst die Queen fertig. Also er hat auch eine Menge Injects verpasst. Ja, ich würde sagen, Blei ist trotzdem jetzt leicht vorne, dadurch, dass er jetzt so greedy war nach dem Turex. Eigentlich hätte ich jetzt einen zweiten Spinecrawler geaddet oder weiter Queens gebaut oder irgendwas gegen die Marines. Weil er hat ja keine Vision von den zwei Rex. Er wusste also nicht, ob die immer noch da stehen und Marines produzieren oder nicht. Von Jugji wird es mir eigentlich jetzt gefallen, wenn er ein drittes CC noch baut. Hat er schon. Hat er schon. Ja. Ja, stimmt. Oh, jetzt kriegt er auch die Linge und jetzt ist gerade nichts mehr da, ne? Ja, das ist extrem greedy von Blei und also ja, wenn er sich jetzt wirklich das die dritte wüsste, Base nehmen will. Also kein Speed und alles. Aber die dritte Basis ist von Jugji tatsächlich schneller. Und mit jetzt der zusätzlichen Mule, wenn er jetzt noch Hellions und so, also hätte er auch kein Roadtron. Also wie gierig kann man denn sein? Ja, da muss er aufpassen, dass das nicht gleich gepunished wird tatsächlich. Und einfach ohne irgendwas jetzt zu kommt wissen. Speed. Er weiß auch gar nicht, es könnten jetzt auch Double Factory Hellions sein können. Blei weiß eigentlich überhaupt nichts, außer dass da unten eine CC jetzt steht, die fertig ist. Jetzt kommen die Hellions und vor allem, wenn er dann keine Roaches hat, dann können die Hellions ja auch eine Menge Schaden machen. Hm. Dritte Basis auch unkonventionell, sag ich mal. Ja. Das Problem ist, Blei kann jetzt, also kann natürlich noch weitere Drohnen machen, nur die bringen jetzt gerade nicht mehr ganz so viel, weil die dritte halt besetzt werden müsste. Game paused. I have network spikes, sagt er. Natürlich nicht so optimal jetzt in der Position. Gerade der Scan. Natürlich super, jetzt kann er sich das alles in Ruhe anschauen. Also die Pause eigentlich für Jugji super. Ja. Sieht die beiden Evo-Chamber. Wenn er gerade auf dem... Ne, er war gerade nicht auf dem Scan.
Jetzt aber, ne, sieht die beiden Evo-Chambern. Vor allem und scoutet die Base. Double Evo-Chamber. Ja, es ist. Also, es ist halt echt krass gierig. Wenn er jetzt mit den Hellions kommt. Ich schätze mal, Blei dachte, dass er hinten war und muss irgendwas Gieriges machen. Aber ja, gut, aber wurde nicht gepunished, also. Ja. Bis jetzt läuft es ganz gut für ihn eigentlich. Ja, also, hätte Jakshi nochmal angesetzt, dann wäre das Spiel jetzt schon entschieden gewesen. Aber manchmal muss man auch ein bisschen Glück haben. Dritte Basis jetzt platziert. Hier oben ist immer noch der Overlord. Die wird er wohl canceln, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass er die durchgehen lässt. Was, die dritte hier? Ja. Die ist ja so dämlich platziert. Ich verstehe auch nicht, warum Jakshi sich nicht die Goldbase nimmt, um ehrlich jetzt zu sein. Jetzt kommen Bane-Dinge. Jetzt, ja. Ich verstehe es auch nicht ganz. Spielt auch sehr, sehr defensiv. Also ich glaube, weil beide einfach nicht einschätzen können, wie sie aus dem Turex rausgekommen sind. Was auch sehr schwer ist einzuschätzen. Ja. Stimmt. Ich glaube, das ist einfach der Grund, warum das Spiel gerade so interessant läuft. Ja, aber die Base. Ich meine, es gibt eigentlich keinen Grund, die Base zu nehmen. Also einfach gar keinen. Ja. Also er weiß natürlich, dass er es jetzt verteidigen muss. Nimmt er jetzt die Spike-Roller, da kommen schon die Hellions. Die ersten Baning gemorphen. Muss er aufpassen, gerade auf dem Creep. Ja, jetzt muss er sehen, aber er kriegt es. Er kriegt die Hellions allesamt. Das darf halt nie passieren. Und jetzt ist der Push viel schwächer, als er eigentlich gewesen wäre mit den Hellbats. Die Armory ist auch schon fertig und die ist nur für die Hellbats gedacht. Das ist nämlich ein Marauder Hellbat Timing. Ohne Starport, ohne Upgrades. Ja. Und da machen 4 oder 6 Hellions, wie viel hat er verloren? Mehr sogar, glaube ich, oder? 6. 6, ja. Hätte schon einen großen Unterschied gemacht. Ja, klar. Also, das ist ärgerlich, aber Jakshi immer noch vorne. Vor allem durch die frühe dritte, denke ich. Ja, ich bin mir gar nicht so sicher, 50 ob er Army ist. Supply. Boah, Blei baut schon Hive. Ja, Blei ist echt mega Gear-Modus. Aber kann er den Push jetzt halten, ist die Frage. Der hat ja nichts. Ja, er verhindert sogar seine Bandlinge zum Counter-Attack bei der dritten Base. Ja, Bunker. Hat nicht viel verloren. Nee, hat irgendwie 3 CVs oder so gekillt. Und gleichzeitig geht es jetzt vorne drauf. Sehr, sehr offensiv. Ja, Stim ist da. Und die Hellbits. Stim ist da, die Linge noch ohne Speed. Das ist gleich erst jetzt mit Speed fertig, aber da war es schon zu spät. Also das war's jetzt. Das muss es sein. Blei hat halt nichts. Viel zu gierig gespielt. Hellbats, bam, durch die Drohnen durch. Komplett alles abgefackelt. Und schau dir mal das Supply einfach von Jakshi an. Also, ja. Da war er so gierig gespielt, aber er hat halt so gierig weitergespielt, wie du gesagt hast. Halt Hive-Tech extrem. Ja, heftig ist jetzt durch, weil es bringt ihn einfach überhaupt nichts. Ne, also nichts, was er da machen könnte. Ihm fehlten halt die Units. Komplett. Er hat halt, ich weiß nicht. Baning, aber die Baning-Treffer zum Teil nicht schlecht. Jakshi aber splittet so gut es eben hier gerade möglich ist mit den Units noch. Die Hellbats dabei. Wird nochmal, ja, geclearedjetzt. Ein Marauder mit 2 Kills und 2 Lebenspunkten. Hat er schon 2-2, der... Blei? Nee, 1-1. Blei hat 1-1. Okay. Guck mal, die Drohne kriegt den Marauder-Kill. Ja, okay, jetzt nimmt er sich zumindest die richtige Base. Wenn überhaupt die Base. Ja gut, aber es ist gerade 3 Base Terran gegen 2 Base Zerg. Ja, stimmt. Just saying. Holt jetzt das Ultralisk, Kevin. Er holt 2-2 Upgrades. 1-1 unterwegs von Jakshi jetzt. Ja, das Problem ist halt auch, dass Jakshi schon die ganze Zeit 2 Racks hat mit Tech Labs dran, die ganze Zeit Marauder durchgehend produzieren. Ja, und jetzt auch mit den Drops. Also er hat ja auch nichts, um Drops zu clearen. Er hat keine Mutas beispielsweise, er hat auch keine Infestoren. Das heißt, er hat halt überhaupt nichts, um gegen Drops irgendwas machen zu können. Und vor allem auf der Map, die Map ist mega eklig gegen Dropplay. Allein schon da hinter der Natural kann man die ganze Zeit hoch und runter droppen. Solche Sachen. Aber sein Creepspread ist immer noch relativ gut. Ja, aber der Creepspread. Aber das alleine, ich meine, der hat 27 Linge gerade, 7 Banelinge. Es ist fast so viel Marines wie Zerglinge. Das ist nicht wirklich gut. Jetzt holt er noch die Banelinge dazu. Aber es sind Hellbits da, es sind Medivacs da. Also er könnte halt sogar, wenn er die vielen Banelinge sieht, einladen einfach. Woanders hinfliegen. Also das ist schon deutlich besser von Jakshi hier. Und der ist ja auch nicht ohnehin der Favorit. Wird sich jetzt aufsplitten müssen. Jetzt kommen nämlich die Banelinge. Creep ist dahin auch schon gut, also zumindest die Tumore bekommen. Ja, ich denke, dass die Bändige gar nicht an die Marines ankommen. So, und jetzt splittet er das. Die Hellbats vorne, die Marauder vorne.
und damit die Banelinge alle ins Leere gerollt, mehr oder weniger aus dem Weg geräumt. Jetzt kommen Linge nach, aber ja, da sind noch Hellbets und die machen einfach extrem gut Schaden. Plus natürlich die Medivacs, also das ist nicht zu holen. Überhaupt nicht, nicht in dieser Welt. Drei Linge hat er noch. GG, Jackji mit dem 1-0 und das nach einem vollkommen verrückten Spiel. Also halten wir fest, ich habe schon bessere Turex gesehen. Ich habe selten einen gierigeren Zerg gesehen. Und so lässt sich das Spiel ganz gut zusammenfassen. Ja, und Pull First sogar noch. Also er hat eigentlich gecountert und das Turex gesehen. Hat trotzdem nicht gereicht für Blei. Ach Gottchen. Ja, das ist natürlich für Blei weniger gut. Oh Mann. Mal schauen, wie es beim anderen Spiel steht, ob da schon irgendein Ergebnis draußen ist. Anderes Spiel ist, also wir gehen jetzt erstmal in die Lobby rein. 1-0 stand es ja eben gerade für Patience. Okay, Patience. So, Nimbus auf der Ladder Edition ist die nächste Map. Ich schau mal gerade. Also hier steht, dass Happy ein Game gewonnen hat auf jeden Fall in der Match-History. Ja, dann würde es 1-1 stehen. Okay. Ja, na, ja, okay. Kann sein. Also ich in der Match-History ist nur ein Game, wo Happy gewonnen hat. Aber vielleicht haben sie das andere einfach mit No Match-History gemacht. Ja, wir gucken mal im Turnierverlauf. Also hier ist es auf jeden Fall noch auf Live. Ja, stand... Also mindestens, vorhin war es, vorhin war es 1-0 Happy, glaube ich. Ja, dann war genau, das stimmt, das Spiel, was Happy. Das heißt, die sind mindestens auf der zweiten Map. Ich denke, es steht 1-1, weil Patience nicht auf D&D war und okay. In der Lobby. Das könnte natürlich gut sein. Hier steht es 1-0 für Jackji, der Sieger hier im Consolations Final, der Loser im Consolations Final, der Gewinner auf Platz 2 schon gesetzt. Also wir haben noch nach diesem Spiel zwei Spiele noch. Ein Best of 3. Und ein Best of 5. Und dann geht's ins Meltdown. So, Jackji mit der 1-0-Führung. Links unten in der Ecke, wie gesagt, Blei. Und rechts unten haben wir Jackji von Team My Insanity. So, dieses Mal Nimbus. Interessant immer für TVZ. Ich denke, ziemlich balanced. Vor allem in diesen Positionen. Ist die Rush Distance nicht zu kurz. Ja. Und vor allem die Natu liegt nicht so nah in Drop-Distanz für den Terraner jetzt. Also wäre natürlich, wenn es die andere Close-Posi gewesen wäre, für Blei deutlich unangenehmer gewesen. Ja, ich denke auch. Und ja, ich bin gespannt, was Blei spielt. Ob er jetzt hier versucht, Makro zu spielen. Er ist ja eigentlich nicht so bekannt für sein Makro. Aber er kann es. Er kann es auf jeden Fall, ja. Aber ja, er ist an sich eigentlich eher der aggressive Spieler. Ja, wobei All-Ins auf der Map nicht so gut sind, weil man die Rampe nach oben laufen muss und zwei Base quasi die ganz normale Main-Base-Rampe auch gleichzeitig die zu Natural ist, da die Natural In-Base ist. Ja, das stimmt. Aber es gibt ja noch ein paar andere All-Ins, außer Roach Baneling. Ja, gut. Oder ein paar andere aggressive Spielstile, die spielen könnte. Fast Mutas vielleicht. Ja, Two-Base-Muta, stimmt. Ist sogar gar nicht so schlecht auf der Map. Eben drum. Gerade jetzt, wie die Positionen sind, ist nämlich die Natu wiederum sehr gut für Fast Muta, für Blei beispielsweise. Also wenn Jackji hinten zum Beispiel keine Turrets hat oder mit den Marines oder so, das da könnte man was machen. Wir sehen auf jeden Fall jetzt einen 15er Pool wieder. Ja, aber diesmal wenigstens nach der Hatch. Also ganz normales Opening von Blei. Auf der Map auch schwerer zu Turexen. Möglich, aber... Ja. Weißt du, was hier krass wäre, wenn du es halt so schaffst? Ich meine, wenn ich mir das jetzt nur mal angucke mit dem Overlord, ne? Du könntest unbemerkt hier reinfliegen. Hier die beiden Turex. Also da gehört eine Menge Glück zu, aber wenn du hier die beiden Turex und dann hier in so einer Position, dass du hier hinter die Marines im Zweifelsfall verschanzen könntest... weißt du, wie ich meine? Ja. Dann bräuchtest du diesen einen Bunker nicht und kannst halt direkt den ersten Bunker hier vorne hinstellen und von da aus dann immer wieder agieren. Ja, tatsächlich gibt es einen Protospieler auf der Ladder, der macht das jedes Mal auf einer Vierspieler-Map. Der genau das, was ich jetzt gerade sagte, nur nicht Ja, mit. Bloß halt mit Zealots. Und nicht, dass er sie dahinter stellt, aber
Das ist halt wirklich ätzend. Dann auf einmal zwei Gateways. Und wenn er nicht richtig scoutet, geht er einfach raus aus dem Spiel. Ja, also wenn ich mir das so sehe, hätte er das auch nicht wirklich gescoutet gehabt, Blei. Nee. Nee. Ich entwickle noch die ganzen Terraner-Strategien. Ja, hör lieber auf damit. Ja. Vor allem hättest du da mit dem Reaper down. Sowas darf... Also, das ist, also wirklich... Vor allem... Sowas habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, dass ohne Kill gegen Slowlinge down gegangen ist. Ja, ohne den Kill. Da hat er sich wahrscheinlich verschätzt einfach. Einfach nur verschätzt. Aber das ist wirklich sehr... gut, jetzt... Ich weiß nicht, was der SCV da macht. Sieht fast nach Proxy Starport aus. Aber, nee. Sowas macht man eigentlich nicht gegen Zerg. Er geht nur scouten. Ach so, er hat einen Reaktor gebaut. Okay, deswegen kommt kein zweiter Reaper nach. Dadurch muss er jetzt mit dem SCV scouten. Ob Blei jetzt auf einmal Gas nimmt und dann All-In macht, wonach es gerade eben aussieht. Doppeltes Gas. Die Queens geben alles. Aber er dürfte das eigentlich gesehen haben mit dem Gas. Dass er ja. Nee, er hat das zweite Gas nicht gesehen. Ja, aber es ist schon Tell, dass das Gas so früh ist auf einmal. Deswegen denke ich auch, dass Blei jetzt nicht All-In wird. Aber da es Blei ist, kann er es natürlich trotzdem immer machen. Zumindest holt er gerade Drohnen. Ich sehe jetzt nicht irgendwie einen Tech. Also müsste er leer Tech, ja, fast genau. Gut das, ja. Das ist schon extrem früh leer. Das sind vor Minute 6, ja. Ja. Es geht, also oder Roach Speed All-In. 5.30 wäre noch krasser, aber ja, Roach Speed All-In, wie du schon sagtest, mit der Rampe nicht ganz so gut. Mhm. Ja, wenn dann warten, bis er die dritte Base nimmt. Aliens kannst du ja auch ganz gut blocken. Also auch allgemein mit vier Queens im Playstyle finde ich sehr gut auf der Map. Ja. Jetzt das Stim-Upgrade und wir sehen Jakji. Und da kommt ein Roach Warren? Nee, die Drone steht zwar viel zu früh da, doch es kommt ein Roach Warren. Weißt du, was auch toll wäre auf der Map? Roach Drop. Ja, da wird Nomi jetzt jubeln. Ich weiß. Ich weiß. Nee, finde ich nicht. Okay, gegen Mac, ja, aber gegen Bayou nicht. Gegen Mac, ja. Ja. So, Queens gehen runter, wollen die Hatchley natürlich verteidigen. Wichtig auch den Creek. Und tatsächlich kommt er sogar durch mit den beiden Tumoren. Ich glaube, es wird ein Nidus-Wurm. Das könnte sein. Vor allem, er hat, ja, wobei, mit welchem Overlord? Er müsste hier noch einen rüberschicken. Und der mit dem Overlord, der gerade gekillt wird. Noch wird er ja nicht gekillt, aber... Ja, also, stimmt. Er steht ja komplett, er müsste hier weiter nach links jetzt. Was macht er denn? Blei macht gerade gar nichts. Ich schwimme in seine Vision. Jetzt drückt er Roach Speed an. Ah, also, Roach Speed. Klar, Nidus könnte was werden, wobei... Ich wüsste nicht, wo er den Nidus setzen könnte. Also hier wäre so die einzige Position. Ja, genau, da ist die einzige Position, wo kein Vision ist. Und aber es ist jetzt die Frühe leer, damit hat er jetzt eigentlich nichts gemacht. Oh, ja, und das Roach ist Speed. Halt! Roach Speed ist das Einzige, was den Leer halt benötigt. Aber die Hellions kommen rein und damit sieht Jakji eigentlich alles. Also er sieht die Roaches. Ja, auch ganz wichtig, er sieht, dass kein viertes Gas da ist. Ja. Alles andere dürfte er eigentlich mitbekommen haben. Also er hat hier das Gas gesehen, er sieht hier das Gas. Das vierte Gas, damit kann er halt Mutas ausschließen. Ja, und es ist so ein Roach All-In mit keinen Upgrades. So Blei-Style. Ja, und Jakji weiß aber auch schon, dass es kommt. Jakji hat etwas wenig Supply. Ja, er fängt aber auch sofort an, jetzt den Marauder zu bauen. Er hatte auch glücklicherweise aus seiner Sicht schon welche. Stim ist auch schon fertig. Und jetzt kommt noch 1-1. Er baut auch direkt Panzer. Weil er, also 1-1 ist jetzt, weil er weiß, okay, wenn ich dann das abwehre, bin ich mit 1-1 unfassbar weit vorne. Mhm. Das ist jetzt so ein bisschen Gear-Faktor, aber er weiß halt, dass er das wahrscheinlich halten kann mit den SCVs. Wobei, ja, die Marauder jetzt im Bunker, so ganz sicher bin ich mir da noch nicht. Wenn der Panzer dann da ist, dann ja. Ja, er sollte jetzt nochmal ein Depot vor die Bunker bauen. Ja. So, zieht sich da auch zurück. Also jetzt weiß er natürlich, was hier kommt. Kriegt sogar noch eine Schabe for free, die sich ja, da sehr, sehr weit hoch. Die hat, glaube ich, nach Widow Mines geschaut und jetzt geht's rein. Ah, sofort. Also der erste Hit kriegt den Bunker dann nicht platt. Hydra denn kommt jetzt. Jetzt die 1-1er Upgrades. Aber wie gesagt, Jakji ist da jetzt einfach vorne in der Hinsicht und die Tanks sind auch gegen die Hydras sehr, sehr gut. Ja, Jakji muss jetzt einfach nie angreifen. Ist halt Worker-technisch und Income-technisch hinten. Ja, aber er hat ja auch Mules und... Bleis Gas-Income ist zu schlecht dafür, dass er sich jetzt irgendwie also so schnell eine Masse an Hydras anhäufen könnte, dass er alles überrennt. Jakji bräuchte trotzdem, also sollte trotzdem
Ja, wobei, ich wollte gerade sagen, drittes CC, aber hat ja, schon Supply eins. Depots, hat jetzt 5 im Bau. Sehr, sehr später Starport. Also extrem spät, der wird jetzt Armory jetzt auch spät dafür, dass 1-1 jetzt gleich fertig ist. Also wahrscheinlich jetzt einfach nur die Unit-Taste gedrückt wegen dem bevorstehenden All-In. So, und da sind Roaches. Da sollte Bleiber nicht drauf gehen. Das wäre. Ja, vor allem 1-1 mit einigen am Raudern. Stim ist fertig. Tank ist da, nur die halt die Medivacs, die fehlen noch. Ohne die Medivacs kann er jetzt noch nicht viel machen. Also noch ist das Spiel aber offen. Durchaus. Auch wenn mir Roach Hydra nicht so gut gefällt, also auch auf der Map nicht. Ja, mit Vipern geht's dann auch wieder. Aber die Blinding Clouds müssen dann eben sitzen. Ja. Ja. Also auch sehr früher High-Tech im Übrigen. Also so ein bisschen das... Aber da muss man sagen, Blei war schon immer jemand, der sehr früh den Hive-Tech gespielt hat. 2012 war einer der Ersten, der mit diesem Brutalord und Festerstar angefangen hat. Und Hive-Tech bei Minute 12. Dieser Linie, zumindest mit dem schnellen Hive, ist er sich offensichtlich treu geblieben. Ja. Wäre natürlich noch schöner, wenn er die Upgrades eher angedrückt hätte und dafür die Roaches sich aufgespart hätte. Dann könnte er nämlich gleich schon 3-3 starten. Und Jugjet hat immer noch nicht 2-2 auf dem Weg, was ein Riesenfehler ist. Ja, also er war so weit vorne eigentlich, was das die Upgrades angeht. Ja. Er hat die Armory ja auch schon. Und Upgrades kommen nicht. Also auch, ja, Jugjet das sehr überlegt jetzt. Mit den Medivacs, denke ich, würde er jetzt pushen müssen. Ja, würde er auch machen. So vom Timing her, also noch sind sie upgrade-technisch gleich. Er hat halt Tanks mit dabei, er hat die Medivacs. Dürfte eigentlich einiges an Schaden machen können. Ja, die drei Roaches jetzt mit dem Run-By. Ja. 9 Worker sind bis jetzt down gegangen. Im Tausch für 6 Roaches, vollkommen in Ordnung. Ja. So, jetzt kommen die Panzer, die Bunker. Jetzt ist es Blei, der offensichtlich kommen möchte. Die Vipern. Muss ihm natürlich klar sein. Also eigentlich braucht Jugjet mehr Medivacs, hat nur 4, braucht aber auch Vikings. Ja, und vor allem muss er realisieren, dass Hive schon da ist. Denn es gibt ja auch das 2-2 Roach-Hydra-Timing. Das ist nur mit Roaches und Hydras. Das müsste genau jetzt kommen. Aber wenn er das erwartet, statt dem Hive-Timing, dann wird er seine Tanks auf einen Fleck haben. So wie er es jetzt hat und dann ist eine Blinding Cloud, wird dann alle 4 Panzer disablen. Wenn es gut gesetzt ist, ja. Ja. Er könnte ja auch eine Blinding Cloud direkt auf die Marines, damit die Vipern gut durchkommen und dann so oder so. Ja. Der Marine sieht es, sieht die Viper noch nicht. Finde ich auch schön, dass Blei die noch nicht zeigt. Ist aber wahrscheinlich sowieso gerade am Aufladen. Muss auch noch aufladen erst, ja. Hat aber 4 davon gleich. 3 Vipern hat er. Ja. 4 jetzt gleich im Bau, ja, du hast recht. Creep Shred sehr gut. Also für Blei sieht es nicht so schlecht aus. Ja, bis jetzt auch wirklich überhaupt keine aggressiven Moves von Jugjet. Auch nicht Drops. Die kann man ja auch ganz außen rum schicken. Aber Jugjet muss eigentlich jetzt verteidigen. Vierte Basis, also vielleicht ein viertes CC noch bauen. Blei hat jetzt hier die vierte Basis hauptsächlich wegen dem Gas. Also das Gas-Income ist super von Blei. Das kann ausschlaggebend sein. 2-2 inzwischen auch vom Terraner. Ja, Blei hat noch keine Transition danach geplant. Noch keinen Ultra Cavern oder Brutlords. Ja, das sollte er eigentlich jetzt machen. Also er hatte ja genug Geld und genug Gas. Auch vor allem mit dem vielen Geld sollte er eigentlich jetzt weitere Hatcheries nehmen. Also er hat so viel Minerals, genau. Ruhig 3, vielleicht auch 4 Hatcheries sogar nehmen. Ja, und auch Sporecrawler und Spinecrawler gegen Drops. Ja. Weil man mit den Style ja auch keine Mutalisken hat. Richtig. So, jetzt hier über rechts. Das macht er schön, von rechts zu kommen. Kommt der Scan, da sieht er jetzt die Vipern. Und damit muss er jetzt die Tanks umpositionieren. Das macht er auch direkt an Siegen, aber das gibt natürlich Blei hier ein sehr, sehr gutes Timing, über rechts zu attackieren. Da ist die erste Blinding Cloud. Die Marines stehen hier drin, zum Teil auch die Marauder. An die Tanks ist er noch nicht rangekommen, aber das will er von hinten natürlich tun. Und kriegt auch die erste Blinding Cloud auf die Tanks. Die Factory, all das steht natürlich sehr, sehr ungünstig. Und schau dir diesen grünen Teppich an. Da vorher nicht viel gerade. Er kriegt die dritte komplett raus. Wird sofort sogar neu gesetzt, noch im Kampf. Und dann geht's hinterher. Da sind nur noch die Hydralisken. Aber keine Tanks gerade in Reichweite. Ja, der Trade war gut. Er hat auch keine Vipern bekommen. Ja. Fast nur Roaches. Also, wie du schon sagst, der Trade war richtig gut für Blei. Und ich denke, er wird jetzt einfach nochmal mit Roach Hydra remaxen und dann... glaube ich, gerade sogar ein Medi wegbekommen. Oh, noch eins. Mit einem Roader drin sogar. Hat er versucht, fancy zu micron, aber...
Ja, also Jacky, jetzt erst recht muss er verteidigen. Also Angriffsmöglichkeit, auch Dropmöglichkeit kaum gegeben. Also dafür hat er einfach die Möglichkeiten gerade nicht. 7 Tanks. So Army Supply technisch auch, ja, Blei überliegen. Ja, 200 Supply und der hat auch noch gut Geld. Das hat Jacky einfach nicht. Der muss jetzt wirklich irgendwie auf den Fehler hoffen. Wieder sehr geklumpt mit den Tanks, also wieder sehr anfällig in der Hinsicht. Klar versucht er jetzt den Creep-Spread, aber guck mal, da sind überall die Tumore. Ja, und jetzt muss er aufpassen. Da bevor die überhaupt einen Schuss abfeuern können, das war's. Das war's komplett. Die waren siegen sich und dann war schon die Blinding Cloud drauf. Und das gab's jetzt alles for free. Also hier gibt's das 1-1 jetzt. Ja. Gut gespielt vom Blei, gut runtergespielt. Und ich glaube, Jacky hat einfach die Viper nicht erwartet und dann daher war einfach GG. Falsch gestanden. GG. Ja, bin ich ein bisschen überrascht von Jacky. Also der schien das so ein bisschen auf die leichte Schulter zu nehmen. Der schien da, weiß auch nicht, gedacht zu haben, das hat er. Hatte er dabei aber nicht. Jetzt haben wir, ja, wie gesagt, Blei gegen Jacky auf Map Nummer 3. Der Sieger hat 700 Euro sicher. Überleg mal, 700 Euro so. Kann man mit Meltdown auf jeden Fall gut Party machen. Ja. Denke ich mal. Ja, wenn man das holt. So, schauen wir doch mal, dass wir da, genau, gegen Jacky 1-1. Good luck all, see you next time, schreibt Marine Lord. War der am Spielen? Der ist schon raus. Der ist schon länger raus, ja. Patience gegen Happy. Wie steht's da? Weißt du da was? Warte, ich schaue schon in der Match History. Sie sind schon fertig. Sieht so aus, ja. Match History, Patience gegen Patience Happy. Hat verloren. Ja. Also Patience ist raus. Ist 2-0 sogar. War er in den Top 4, ja. Also damit Patience 200 Euro. Ja. Happy mindestens 400 Euro. Blei und Jacky mindestens 400 Euro. Genau. Und damit Happy im Consolations Final. Kein Protoss mehr. 2 Terraner, 1 Zerg. Ja, hat es der Zerg doch noch geschafft. Uns nicht als schlechteste Rasse dastehen zu lassen. Ja gut, trotzdem noch Chancen aufs TVT Final. Das könnte sein. Best of 5 sogar. Je nachdem, wenn... selbst sollte Jacky jetzt gewinnen und Blei gegen Happy gewinnen, dann nicht. Also es müsste Blei nur noch verlieren. Ja, genau. Also es liegt an Blei, ob wir ein TVT-Finale sehen oder nicht. Es liegt an den Ukrainer. Ansonsten sollte er verlieren, gibt es so ein bisschen Ukraine gegen Russland im Consolations Final. Ja. Von der Storyline her. Und der Koreaner, Jacky, der eigentlich Favorit ist, aber ja, gerade hat er sich nicht so gut verkauft und jetzt mit Overgrowth eine Map, mit der man doch ganz gut lebt als Zerg, oder? Ja, ich denke auch. Die ist gut im Makro und gut für All-Ins. Rechts oben in der Ecke, also Jacky und links unten Blei. Er wollte ja vorhin, er wollte zu einem All-In ansetzen und es scheint, habe ich so das Gefühl, dass Jacky war ein bisschen oversafe. Ja. Schreibt doch der Admin, Happy hat 2-0 gewonnen. Ja. Der Grund, warum Jacky so wenig Supply hat, ist, weil er hat früh gescoutet, dass der Roadshow Link kommt und ich glaube, er hat overreacted. Er hat 2 Barracks früher geaddet als normal und eine Factory und ich glaube, sein Bild ist nicht so gut aufgegangen. Er hatte den Starport erst sehr, sehr spät, konnte deswegen überhaupt gar keinen Creep denyen und hatte generell weniger Supply, als man mit der Standard-BO hat. Ich glaube, er hatte da ein bisschen zu viel Angst. Ja, also hätte Blei durchgezogen, hätte Jacky das gewonnen, aber ja, das hat Jai Blei halt sehr, sehr gut erkannt. Eigentlich, dass er sich da zurückziehen muss. Ja. Und ja, deswegen... Ja, und jetzt wird wieder das 2x gespielt. Denn safe win. Ja, offensichtlich nicht zwangsläufig. Also vorhin war es ja nur ein Win, weil Blei so gierig gespielt hat. Ja, aber wenn er nicht gierig gespielt hätte, wäre es, glaube ich, noch eindeutiger gewesen. Ich glaube, dann wäre er nämlich weiter vorne gewesen. Weil das zuerst ist er ja mit der Gier dann noch weggekommen. Ja, aber du meintest zu dem Zeitpunkt ja auch erst noch, dass Blei vorne gewesen sei. Ja, habe ich auch gedacht. Aber war er ja nicht. Die Mules sind dann doch ein bisschen zu stark. Ja.
Und dieses Mal Hedge First, ja. Jetzt bin ich gespannt, ob er es mit Hedge First besser verteidigt als mit Pool First. Im Übrigen, ich muss sagen, von der Position her hätte, glaube ich, noch ein bisschen weiter gehen können. Ja, bisschen. Weil jetzt ist so, dass der Overlord das auf seiner Flugroute wieder hat. Also eigentlich hätte ich mir das hier vorne gewünscht. So an dieser Abzweigung hier hinter, wo du so Mulde hast. Ja, wobei, wie läufst du denn? So läufst du jetzt hier links rum, ne? Ja, links rum laufen die Marines. Ja, so würdest du rechts rumlaufen, wenn du hier hast. Und das wäre, glaube ich, nicht wirklich viel... Ja, es kommt halt auf... Hier, ne? Ja, und die SUVs sind halt länger unterwegs. Du musst sie ein bisschen früher schicken. Ich weiß nicht genau, wie da die Bildorder funktioniert bei... Aber jetzt sollte er bitte mal einen Backup-Bunker machen. Oh, aber er fliegt dran vorbei. Also er hat eine andere Flug. Oh nein, und der Overlord wird sogar down. Nee, wird nicht down gehen. Okay. Ja, er sieht aber jetzt den Marine. Also jetzt weiß er Bescheid. Jetzt wird er auch dann die Barracks sehen. Der Bunker ist wieder sehr, sehr defensiv platziert. Ja, also Jakji, ich glaube, zu vorsichtig einfach. Aber den sollte er diesmal nicht canceln. Ja. Oh, da kommen einige Drohnen jetzt. Hier wird er den Bunker, den wird er jetzt nicht bekommen. Oh, was macht Blei denn? Was macht Blei denn? Muss er drauf. Ja, der hat er erst nicht gesehen. So, jetzt muss der Marine eigentlich feuern und den Bunker, ja, warum macht... Also beide jetzt nicht so. Ja, es war Spinecrawler, aber Blei hat eigentlich gerade gute Möglichkeiten. Also Spinecrawler im Bau, direkt unten. Sollte ja, da nicht zu viel Drohnen verlieren, hat die nicht, Linge schon. Ich glaube, hier hättest du auch zubauen können. Der zweite Bunker ist halt zu weit weg, sodass er vom zweiten Bunker nicht den ersten, den vorderen... Deffen kann. Ja, genau. Weil sonst funktioniert sowas nämlich nicht. Und jetzt ist der Spinecrawler fertig, bevor der Bunker fertig ist. Und das wiederum ist dann wieder gut für Blei. Ja. Aber Jakji ist auch wenig committed. Er baut die ganze Zeit durchgehend SCVs und hat keine extra SCVs dazu gepullt. Das ist ein, also ein, eine... Ja, aber hätte er den Bunker zum Beispiel hier gebaut, den zweiten? Ja, genau. Ja, da würde ich ihn auch bauen. Also ich verstehe auch gar nicht, warum er es nicht gemacht hat. Ja, also das ist abgewehrt. Sogar ziemlich gut. Hat kaum was verloren. Ja. Also das Einzige ist halt nur dieses Indirekte, aber er ist im Worker-Count halt vorne. Das also jetzt vollkommen ist in Ordnung. Safe zu sagen, dass Blei wirklich vorne ist. So viel zum Thema. Easy win. Ja, also es ist wirklich, wenn er mehr SCVs dazu pullt, denke ich auf jeden Fall, weil da kann man auch mit den Drones sich den Bunker canceln. Und dann steht der Bunker den da. Den Overlord will er aber nicht verlieren. Ja, das. Wobei er hat drei im Bau. Er hat drei im Bau, das ist also in Ordnung. Jetzt die Linge zum Runby, sind dadurch aber vorbei an den Marines. Er sieht, dass da die Barracks noch stehen. Jetzt darf Blei nicht so gierig sein. Also er hat hier die Linge unterwegs, kann damit, das sieht man, das CC die Lane. Ja, Jakji muss jetzt. Jakji muss jetzt nach vorne und Blei muss jetzt Linge bauen. Blei muss jetzt Linge bauen. Da kommen keine Linge gerade. Oh, Jakji greift nicht an. Also CC passt. Oh, was macht Jakji denn? Nicht zurücklaufen, bitte nicht. Doch, genau das macht er. Wenn er jetzt angegriffen hätte. Hätte er gewonnen. Ja. Weil Blei, jetzt guck mal, wie gierig Blei hinten dran spielt. Das ist halt so gut für Blei jetzt. Jetzt muss ich mir merken, dass man sowas macht nach dem Turex, dass die Terraner dann nicht angreifen. Aber ich wette, wenn ich das mache, sofort Counterattack und ich bin tot. Ja, ich glaube, dass, also, so unsicher wie Jakji mit Turex ist, vielleicht sollte er es auch mit ihm üben, ähnlich wie vor GG. Aber so unsicher wie Jakji mit dem Turex ist, war das vielleicht nicht so dumm von Blei jetzt zu sagen, so, hey, okay, der ist komplett unsicher, wenn ich da mal schön angreife. Ja, ich meine, er hat das CC halt ewig delayed. Jetzt kommen wieder die Marines. Was Blei jetzt eigentlich braucht, ist ein Baneling-Nest. Ja, und, drittes naja, CC er, kommt. Die Queens reichen, glaube ich, erstmal für die Verteidigung. Hat jetzt noch zwei extra gebaut, ja. Und, ja, eine dritte Basis eigentlich, Blei. Ja, die ist aber schwer zu nehmen ohne Speed. Ich glaube, da muss er noch länger warten. Oh, da lässt er sich die Queen wegballern. Ja, da kann er eigentlich auch auf den Spinecrawler poken. Also so Imba ist jetzt ein Spinecrawler auch wieder nicht, dass man... Das stimmt. Ist auch kein Transfuse ready. Ja. Nimmt jetzt erstmal mehr Gas. Jetzt. Blei hat natürlich jetzt keinerlei Einsichten, was der Gegner macht. Ja, nach dem, was Blei gerade eben gemacht hat, also würde ich jetzt an Jakji Stelle einfach zwei Factories bauen. Dann. Wobei, was wäre jetzt ein schneller Leer? 12 Marines, dem ist jetzt, Ja, er macht Double Upgrades, so wie vorhin. Vielleicht, ja, vorhin hat das aber erst... als der Push abgewehrt wurde, beziehungsweise, ja, nicht durchgekommen ist. Ja, und also seine dritte Base ist wirklich auch extrem delayed von Blei. Dadurch ist jetzt Jakji immer noch im Spiel, aber Blei ist diesmal definitiv vorne. Allein wegen dem Tech. Und, ja,
Also wie gesagt, ich würde dagegen einfach Blue Flame Hellion spielen als Follow-up. Machen ja auch viele Terraner, deswegen. Also die dritte Basis kommt halt spät, deswegen. Dadurch ist halt Jakji immer noch in Ordnung im Spiel. Ja. Dadurch, dass er halt das dritte CC ist, war halt genau richtig und Blei. Blei hat ein bisschen, weiß nicht, ein bisschen spät jetzt den Tech geaddet in meinen Augen. Ja, und Jakji spielt wieder das gleiche Follow-up mit zwei Barracks mit Tech Labs, mit Marauders und Hellions mit der Factory. Blei aber diesmal nicht mit Roach Hydra. Ja, und auch ohne Proxy-Base oder so der komische dritte Base. Das bedeutet, er muss sich nicht off-creep wagen, um den Angriff zu verteidigen. Das stimmt. Jetzt die Hatchery gleich durch. Vorne zur Hälfte ungefähr schon. Banelingness, die Linge, 1-1, wie gesagt. So, jetzt bitte nicht wieder auf Creep laufen, alle Aliens verlieren, Jakji. Ja, er will da einen Watchtower, er will vielleicht sogar die Queen jetzt attackieren. Die Linge sind, ja, ich will nicht sagen in der Nähe, aber sie lauern wahrscheinlich schon. Dritte Basis auch direkt mit dem Spike-Roller noch abdichten, nicht unbedingt die schlechteste Idee. Stim ist fertig, Concussive ist es noch nicht. Aber Baning Speed auch nicht. Blei darf aber auch nicht vom Creep runter seinerseits. Ja, und Blei. Er hat aber den Creep schon direkt am Watchtower, also es ist nicht verkehrt. Das heißt, er sieht jetzt, was kommt. Er wird jetzt ein bisschen Creep verlieren. Er wird auch die Queen verlieren. Ich glaube, Jakji will gar keinen Creep verlieren. Ich glaube, er ist auch ziemlich committed mit der. Schau mal, der hat aber gut Armee. Also vor allem mit den Hellbats. Jetzt hat Blei gerade nichts. Blei hat wieder nichts. Er hat wieder auf 66 Drohnen halt hoch. Und nichts. Ja, dagegen darf er eigentlich nicht sterben. Ich glaube, er hält's auch. Jetzt die Banelinge kriegen als erstes die Hellbats. Das war schon mal nicht so unwichtig, aber mit Stim kommst du halt nicht rein. Also, weiß nicht, in welcher Welt hält er das denn? Der, wo jetzt noch 10 Banelinge auf dem Weg sind. Ich meine, das Geld dafür hat er. Oh, schönes Pokusfire von Jakji. Oh, schön auch der Surround. Aber. Ah, Blei. Du hast so viel Geld, wenn du das alles in Banelinge ja, ausgeben hättest. Schau mal, ja. Das ist eigentlich ärgerlich, mit so viel Geld zu sterben. Ja, das ist das schlimmste Gefühl überhaupt. Eigentlich, glaube ich, du hast ja gesagt, er hätte die dritte nicht setzen können, hätte er eine Muckrage in der Basis setzen müssen. Ja, hat er jetzt auch häufig zu spät. Also, ja. Und selbst mit dem schnellen Tech, was du vorhin angesprochen hast, hätte er jetzt Mutas draußen gehabt. Bei dem Push waren ungefähr 10 Marines dabei. Ja. Also, er hätte die Möglichkeiten gehabt, er wollte keine davon nutzen. Er hat einfach gierig normal weiter gespielt. Und nur von Eco hat halt keiner gewonnen. Und das tut halt wie mit so viel Geld. Hat er nichts, was er dafür machen kann. Dem fehlen halt auch die Larven. Also mit so viel Geld zu sterben, tut echt weh. Ja. Also gegen Jakji zu verlieren nicht. Damit würde man wahrscheinlich sogar rechnen. Aber jetzt das Wie ja, und die das Gewissheit, dass er das eigentlich hätte gewinnen können, das ist ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich für Blei. Jetzt der Push. Baneling ist sogar off-creep quasi jetzt. Ja, Blei. Ja, komm, letzten 10 Banelinger. Fängt jetzt an mit dem Spy und mit noch ein Banelingness. Das kann auch was werden, wer weiß. Also er wird das hier noch clearen. Aber. Ja, er hat auch seine Evo Chambers verloren, also kann sein Upgrade-Vorteil nicht weiter ausbauen. Vor allem das Clearen war jetzt auch nicht gerade super günstig. die Linge, ja. Gut. So, und jetzt schauen wir mal, also Lost Units hat Blei deutlich mehr verloren. Er hat ist auf 45 Drohnen runter, das war so sein einziger Vorteil, dass er mehr Drohnen hatte. Geld hat er ja noch. Ja. Ist immer noch was übrig. Aber inzwischen hat Jakji jetzt auch seine ersten Medivacs und ab jetzt tradet seine Army nur noch besser. Also es wird... Na. Jetzt hat er nochmal Lag zum Schluss. Ja, also die Situation für Blei wird sich jetzt nicht mehr verbessern. Ja, nimmt jetzt erstmal... Ich meine, überleg mal, der kann sich jetzt 2 neue Hatches leisten und hat immer noch 750 Mineralien, das kurz nachdem er geklärt worden ist. Mhm. Also, ja. Da hat er einfach mit seinem Geld, was er hatte, er ist gierig auf Economy gegangen, aber das Geld hat er nicht ausgegeben. Das bringt dir ja auch nichts. Dir bringt ja kein Geld der Welt was, wenn du nichts damit machst. Ja, ich schau mal auf seine Injects. An der dritten Base hat er irgendwie gar keine Queen. Die ja, und da war er sowieso Larvenmangel. Also müsste er eigentlich Queens bauen. Er hat 3. Ja, die läuft jetzt dahin mit schon 80 Energie. Ja, trotzdem, er bräuchte ja allein schon für die vierte noch mindestens eine Queen, er will ja noch eine zum Creepen haben. Ja. Also 2 Queens sollte er schon mindestens bauen, ehrlich gesagt. Jetzt kommen die Mutalisten. Die hätte er vorhin gebraucht gehabt, wie du gesagt hast. Ja.
Also das war ja, wäre so eine Möglichkeit gewesen, das Geld schnell auszugeben. Die hätten halt schön die Hellbats rausnehmen können. Während ja, die Banelinge hätten ja weglaufen müssen vor dem die Marines hätten weglaufen müssen vor dem Baneling. In der Zeit hätten halt die Mutalisten die Hellbats geklärt und den Rest können dann die Linge machen. Ja, ich denke auch gegen 12 Marines ohne Combat Shields. 10, 11. Also er hätte, glaube ich, sogar 15 Mutas oder so rausbekommen. Hat ja auch noch Geld in Baneling investiert. Und hätte er eigentlich nur mit den Mutas killen können. Er hätte auch das Baneling Speed eher holen können, beispielsweise. Ja, also es waren viele Fehler, die dann im Endeffekt zu dem Ergebnis geführt haben. Ja, jetzt sind die Mutalisten da. Jetzt versucht er sich wieder zurück ins Spiel zu kämpfen. Da sind sogar die Medivacs noch zurückgeboostet, um hier mit eingreifen zu können. Und ja, da fliegt er höchstens über die Bars. Verliert er noch einen Mutalisten? Ja, aktuell nicht. Turrets kommen natürlich auch spät von Jakji, aber ich glaube, damit hat man jetzt nicht unbedingt gerechnet, dass jetzt noch Mutas kommen. Ja, und dann macht das, also wahrscheinlich wird Jakji gleich pushen, weil schau mal halt an, wie viel er an Supply hat. 107 im Army Supply, Blei ja. auf 132. Das ist generell immer so das Timing, was daran erhitten will. So bei 170, 180 Supply will man spätestens ja. raus pushen, um zu traden. Ja, 2-2 ist dann auch gleich fertig. Also es würde halt gut aufgehen. Die Turrets sind hinten. Er hat sogar noch ein paar Marines, die er jetzt gleich stimmen kann. Also ja. Blei sollte da halt auf keinen Fall rausgehen. Die Marines hätte er ein bisschen besser nach hinten stellen müssen. Der hätte halt stimmen und die Mutas abgreifen können. Aber jetzt der Push. Sehe ich halt nicht, wie Blei das halten kann. Also da müssten halt die Banelinge schon alle sitzen. Wobei man sagen muss, Jakji hatte hier komplett keine Widowmines und kein AOE. Ja. Also halt nur die Hellbats. Ja, und die Marauder mit dem Concussive Shells. Dadurch kann er die Marines einfach nach hinten ziehen. Und die Banelinge, viele Banelinge werden überhaupt schon davor sterben. Ja, oder auch an den Marauders zerstellen. Ja. Ja, aber trotzdem. Also, so AOE wäre nicht schlecht, weil jetzt geht's da drauf. Viele Banelinge nehmen dann die Marauder aufs Korn, sogar die Mutalisten von hinten. Aber es ist nicht genug. Da kommt noch einiges nach. Die Mutalisten jetzt an den Medivacs. Sind da noch Marines hinten? Nicht mehr so viele. Trotzdem genügend für die Mutas. Und die fallen jetzt alle vom Himmel. Als gäbe es keinen Morgen. Mehr nochmal 40 Linge nach. Aber die Hellbats, die machen ein großes Problem dann. Eine Basis nach der anderen wird rausgenommen. Und dann war's das. Und wieder einmal gewinnt Turex. Nee. Also kannst du sagen, was du willst, aber das war nicht Turex, was hier gewonnen klar. hat. Ich würde gerne mal so eine richtige Statistik sehen, wie viel Turex Games gewonnen haben. Ich glaub, gleich, weil dieses Psychologische dann, ich bin hinten, GG, 2-2 in Jakji. Ich glaube, dass Zerg-Spieler sowas vielleicht häufiger üben sollten. Ja, aber wenn du siehst, du hast nur noch 12 Drones, dann denkst du, du bist hinten, dabei bist du es gar nicht. Ja, aber das ist Training, Erfahrung. Ja. Also vielleicht solltet ihr mal eine Zerg-Gemeinschaft aufmachen und alle gegen Turex. Ja, haben wir schon. Mit viel beraten über Turex. Mit wer ist da so drin? Mit wem berätst du dich? Alle Leute, von Snoot über TLO. Alle, die Ahnung haben. Aber ja, wie man letztendlich Turex perfekt defendet, ist sich eigentlich niemand einig. Die meisten machen jetzt die Snoot-Verteidigung einfach. Die ich auch gestern schon gesagt habe. Ja, wobei die nicht so gut ist gegen, zum Beispiel, wenn sie keine weiteren SCVs dazuziehen. Das muss man dann auch realisieren und danach eben alle Drones pullen, so wie Blei es gerade eben gemacht hat. Naja, nichtsdestotrotz, Blei ist raus und damit haben wir jetzt Happy gegen Blei. Tatsächlich Russland gegen Ukraine im Consolations Final. Damit ist Jakji im Finale. Ja. Happy gegen Blei, denke ich, wird jetzt auch direkt schnell starten. Wir gehen ja im Anschluss noch ins Meltdown. Deswegen, Jungs, gib mal ein bisschen Gas. Wir haben Durst.